Hallo zusammen. Hier so ein nächster Photoshop-Trick, der auch echt gut nachzumachen ist und wo ich auch finde, dass der wieder sehr effektvoll ist. Und zwar geht es darum, wie ich zu diesem Bild komme. Und das geht folgendermaßen. Ich habe mir mal dafür dieses Bild hier ausgesucht, eben einfach geöffnet, eben über Datei öffnen oder von dem Ordner direkt hier oben die Leiste reingeschoben und habe jetzt dieses Foto und das Ebenenprotokoll sagt mir, ja, du hast hier ein Foto reingegeben, das ist die Hintergrundebene, die hat ein Schloss. In dem Fall muss ich mich nicht von dem Schloss trennen und was ich wohl machen muss, ich muss mir hier diese Ebene einmal kopieren und wir arbeiten jetzt mal weiter mit den Shortcuts und zwar hier durch Command J beim Mac oder Steuerung J. Ich füge jetzt hier die Ebene dazu, also ich habe die Hintergrundebene kopiert und gehe wieder zurück auf die Hintergrundebene mit dem Schloss, weil die möchte ich mir jetzt in Schwarz-Weiß umwandeln und da ist ein ganz sicherer Weg ohne viel Aufwand. Ich gehe einfach hier oben wieder in diese Leiste, Datei, Bearbeiten auf Bild, linker Mausklick, Korrektur, rechts rüber und suche mir hier Schwarz-Weiß aus. Und nehme auch schon die Voreinstellungen von Photoshop hier einfach an, ohne hier großartig was zu ändern. Linker Mausklick, OK. Das heißt, ich habe mir jetzt das Farbbild der Hintergrundebene in Schwarz-Weiß umgewandelt. Das kann ich mir auch anschauen. Einmal hier links auf das Auge geklickt, Ebene 1 und blende damit die Ebene 1 aus. Und das wäre jetzt das Schwarz-Weiß-Bild, was jetzt halt unter der Ebene 1 liegt. Ich aktiviere wieder die Ebene 1, indem ich das Auge anklicke, also ins leere Feld, das Kästchen, und linker Mausklick in Ebene 1, also links hier neben Ebene 1 klicken, damit ist die hellgrau unterlegt und aktiv und gehe jetzt hier unten hin und da gibt es dieses rechteckige weiße Kästchen mit dem dunkelgrauen Kreis und da kann man eben eine Ebenenmaske hinzufügen. Wieder links geklickt und schon erscheint hier eine, das heißt Maske. Und die ist jetzt auch aktiv, das sehe ich hier an diesen vier weißen Eckeneinfassungen, die eben sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwas mache, arbeite ich mit dieser Maske. Wenn ich das Foto jetzt anklicken würde, ist nur dieses Foto aktiv. Und alles, was ich machen würde, wird sich jetzt so erstmal aufs Foto beziehen. Aber ich brauche für diesen Vorgang hier eine aktive Maske, und zwar in Weiß, so wie sie mir jetzt auch von Photoshop schon vorgegeben wurde. Weil ich möchte mit meinem Pinsel arbeiten, der dann als Radiergummi funktioniert, aber auch, wenn ich etwas zu viel wegradiert habe, ich das durch eine einfache Umschaltung hier von Schwarz auf Weiß, zeige ich ja gleich, auch das, was ich zu viel weggenommen habe, wieder hinzufügen kann. So, jetzt habe ich hier, damit das funktioniert, muss hier dieses Vordergrundfenster schwarz sein. Und das Hintergrundfenster ist ja hier weiß. Falls bei dir blau und grün oder gelb und lila ist, drück bitte einfach auf die Taste D, dann gibt Photoshop, ich mache das mal, gibt dir dann einfach hier schon vor schwarz und weiß als Vordergrundfenster und mit X kannst du dann diese Fenster dann wechseln. Das habe ich ja jetzt auch gemacht und schwarz soll im Vordergrund sein. Also mit D stellst du auf schwarz und weiß. Und mit X wechselst du Vorder- und Hintergrundfenster. Und du suchst dir dann als nächsten Schritt aus der Werkzeugkiste dein Pinselwerkzeug aus, linker Mausklick. Damit ist das aktiv und dieser Pinsel muss auch noch ein bisschen eingestellt werden. Und zwar sollte der hier oben eine Deckkraft von 100% haben, der Fluss auf 50%. Du gehst einfach zurück ins Bild, drückst deine Alt-Taste, die rechte Maustaste und wenn du jetzt die Maus nach links schiebst, wird der Pinsel kleiner. Und wenn du die Maus nach rechts schiebst, wird der Pinsel größer. Und hier kannst du dir deine Pinselgröße schon mal sehr schön einstellen. Ich gucke dann schon mal, dass ich da möglichst effektiv mit arbeiten kann. Das wäre jetzt für mich gut. Und dann auch noch, wie hart der Pinsel jetzt einwirken soll beim Radieren oder beim Auftragen nachher. Und das geht so, du brauchst einfach nur die Maus wieder nach oben jetzt schieben. Und ich möchte das gerne so auf 30% einstellen und lasse einfach los. Dann fange ich hier auch schon in dem Bild
an. Ich fange hier oben links an und bin mit meiner Pinselgröße so in dem Bereich, den ich auch schon von dem Farbbild wegradieren möchte, so dass halt das darunterliegende Schwarz-Weiß-Bild sichtbar wird. Mit linker Maustaste gedrückt sehe ich schon die ersten Einwirkungen und ziehe dann hier schon so eins. Weil das möchte ich hier so ein bisschen, das ist mir ja ein bisschen zu hart schon. So, das war jetzt mit zwei Aktionen, habe ich schon sehr viel von dem Bild weggenommen. Ich stelle mir die Deckkraft deshalb auf 100% ein, dass wirklich alles dann schon an Farbe weggenommen wird und ich damit es nicht checkig wird. Ja? So, dann schaue ich mir das genau an und sehe hier, da oben ist noch ein bisschen Farbe drin. Ich drücke jetzt wieder die Alt-Taste, rechte Maustaste und mache mir den Pinsel mal kleiner, damit ich da etwas genauer mit arbeiten kann. Zoome mir das Bild auf. Mit der gedrückten Space-Taste erscheint ja das Händchen und ich kann mir das hin und her schieben und sehe jetzt genau hier, da ist ja noch ein bisschen Farbe in dem Schwarz-Weiß-Bild. Dadurch, dass hier im Vordergrundfenster noch schwarz ist, meine Maske aktiv ist, man kann sogar daran sehen, was ich da weggenommen habe. Und der Pinsel immer noch dieselben Einstellungen hat, Deckkraft 100, Fluss 50 und Härte auf 30%. Kann ich jetzt hier ganz fein noch die farbigen Anteile wegradieren und damit das Schwarz-Weiß-Bild darunter eben ganz gezielt sichtbar machen. Und das finde ich sehr elegant, weil es gibt auch die Möglichkeit hier über andere Werkzeuge sich hier einfach schon Bereiche freistellen zu lassen. Das geht super gut. So vorausgesetzt, ich habe auch schon deutliche Konturen. Dann findet Photoshop wirklich diese Linien, diese Punkte und bereitet das echt gut vor. Aber wenn das nicht ist, dann ist es ein großer Aufwand. Und dieser Vorgang hier heißt ja eigentlich, dass man hier etwas ausmaskiert und ist halt dadurch, dass ich was wegnehmen kann und wieder auftragen kann, für mich. Und das auch in unterschiedlichen Stärkegraden ist für mich dann irgendwie so eleganter. Sonst kann es dann sehr schnell sein, dass ich so hier so harte Kanten reinkriege und dann sieht das aus wie aufgesetzt, also wie gewollt und nicht so wirklich gekonnt. Und ja, ich mache das hier noch sauber. Und ich zeige gerne an, also ich würde es hier schon so lassen, ja. Also finde ich jetzt schon gut. Aber ich zeige, was passiert, wenn man hier zum Beispiel zu viel wegradiert hat. Ja, jetzt bin ich aus Versehen hier dran gekommen. Dann könnte ich jetzt ganz wild hier wieder zurückgehen. Nein, musst du nicht. Drück einfach bitte die Taste X und dann wird das Hintergrundfenster weiß zum Vordergrundfenster. Und jetzt trägt der Pinsel einfach wieder auf. Ja? Also ich zeige es mal, Pinselstärke und alles belasse ich so. Das kann man noch ändern, wenn man möchte, aber und trage das hier einfach wieder nach, was ich gerade weggenommen habe. Ja, ich drücke wieder X. Hier unten habe ich zu viel aufgetragen. X. Jetzt nehme ich wieder mit meinem Pinsel weg. Ganz vorsichtig einmal hier. Und hier so im Verlauf bleiben. So. Und schon wäre ich jetzt fertig mit meinem Bild. Vorausgesetzt, mir gefällt hier der Übergang. Ich fand den vorher schöner. Würde ich jetzt noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Ist halt hier, das ist immer so situationsbedingt. Wenn jetzt natürlich ein Patient durch den Wangenhalter bedingt so viel zeigt, dann habe ich halt dieses Bild. Da gibt es vielleicht schönere Beispiele. Ja, der Bereich gefällt mir jetzt hier nicht ganz so gut. Und da würde ich jetzt auch zeigen, wie ich das so für mich jetzt arrangieren würde, indem ich das hier halt ein bisschen, also nicht so einen harten Übergang genommen habe. Ne? Das geht dann so: Alt-Taste drücken. Und ich stelle mir jetzt die Härte von dem Pinsel mal ein bisschen schwächer ein, nur auf 14%. Und die Deckkraft gehen wir mal auf 65%. Den Fluss, den lassen wir so. Und ich bin ja hier im Wegradiermodus, also schwarz ist vorne. Ich wechsle deshalb. Dann habe ich wieder weiß im Vordergrundfenster. Zoome mir das auf und kann natürlich jetzt hier so das so ein bisschen softer mir hier wieder so
einen Übergang schaffen, dass das nicht so super hart aussieht. Ja. So. So würde ich es dann lassen und sage dann einfach Ebene auf Hintergrundebene reduzieren. Kürzerer Weg ist einfach hier wieder ins Ebenenprotokoll rein. Hier ist ja die Ebene 1 aktiv, rechte Maustaste. Dann gibt es hier auch den Befehl auf Hintergrundebene reduzieren. Das wäre jetzt wieder ein geschlossenes Bild, ne? Und das eben abspeichern unter Datei, speichern unter Ordner deiner Wahl oder eben Datei exportieren fürs Web. Das hatte ich ja schon mal im anderen Video gezeigt. Ja, das ist dann das Ergebnis. Ja, da wäre ich dann jetzt so eigentlich ganz zufrieden mit. Außer, hier habe ich noch ein bisschen Farbe. Das stört mich. Darum, kein Problem, sehr gut, weil jetzt durch irgendeine Aktion, die ich gerade gemacht habe, hat Photoshop mir hier dieses Vordergrundfenster in hellgrau abgeliefert. Wie gesagt, Taste D gedrückt, schwarz im Vordergrund. Und ich gehe in meinem Protokoll hier mal zurück. In dem Fall tatsächlich, weil ich hätte es jetzt auf eine Hintergrundebene reduziert, auf der ich jetzt nicht mehr rummalen kann oder rumradieren kann. Gehe hier wieder einen Schritt zurück und sehe jetzt hier wieder meine Ausgangssituation. Ich habe meine Maske hier noch und kann jetzt hier ganz vorsichtig das hier auch noch wegradieren, wie ihr seht, ne? Dass es wirklich sauber ist. Space-Taste, Alt-Taste, Pinsel ein bisschen kleiner gemacht, Härte ist jetzt nicht mehr auf 30, sondern nur noch auf 14, so dass es auch wirklich ganz vorsichtig geht, ne? So, und ich das hier auch ein bisschen. Schon abgesetzt bekommen. Kontrolliere jetzt wirklich noch mal Schritt für Schritt hier, dass hier alles dann auch perfekt ist. Darum, nach dem Abspeichern nicht zu schnell das Bild wegklicken, vielleicht fällt dir noch mal was auf, weil noch ein kleiner Tipp: Du machst jetzt so ein Bild fertig, hast es auf eine Hintergrundebene reduziert, abgespeichert, dann kannst du ja eigentlich nichts mehr an dem Bild machen. Du kannst dir auch diese Datei eben einfach als Photoshop-Datei abspeichern und dann bleibt dir das hier erhalten und du kannst später an dem Bild auch noch weiterarbeiten. Ja, das zeige ich auch mal. Ich diese Datei jetzt abspeichere, Datei, speichern unter, wie auch immer. Dann steht hier Photoshop PSD-Datei. Und wenn ich mir das als PSD-Datei abspeichere und nachher wieder aufrufe, kann ich genauso an dem Bild noch weiterarbeiten. Na, ist also auch eine Möglichkeit. Also abspeichern, entweder als JPEG, als TIFF, als PNG, auf eine Hintergrundebene verschmolzen, dann fürs Web, wie auch immer. Oder wenn ich noch nicht ganz sicher bin, ich aber schon viel an dem Bild gearbeitet habe, dann einfach das alles als Photoshop-Datei abspeichern. Okay, so. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar Tipps oder einen Tipp hier mitgeben. Und ich glaube wirklich, dass es einfach nachzumachen ist. Wünsche dir viel Spaß, wenn du es nachmachst. Und ich würde mich auch freuen, wenn du einfach mal einen Kommentar hier unter dem Post abgeben würdest, ob du da gut mit zurechtgekommen bist oder auch mal ein Ergebnis zeigst. Also, danke und bis bald. Tschüss.